Fette Neuigkeit, meine lieben Leute, denn Poster und Filmtitel vom 23. Detektiv Conan Kinofilm sind bekannt. Um was es sich dabei handelt, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Komm mal Leute, was geht ab? Ich bin Skydoaki und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv-Conan-Video. Es ist endlich soweit, die offizielle Promo zum 23. Kinofilm hat angefangen. Denn wir haben jetzt den offiziellen Titel und das erste selbstgezeichnete Poster von Gosho Aoyama. Vor einigen Tagen hatten wir einen Teaser zum Poster, unter anderem sehr, sehr schlecht gezeichnet. Ich blende es euch nochmal kurz ein. Hier sehen wir im Vordergrund Conan Edogawa, ja sehr cool gezeichnet. Hinten links sehen wir Kaito Kid. Ich denke mal, nicht zu verwechseln mit dem Zylinder und mit dem einem offenen Auge. Rechts haben wir dann Ran, auch nicht einfach zu erkennen, aber wir wissen, okay, Ran ist ja bekanntlichermaßen ein Einhorn und wir sehen hier natürlich den Zacken. In der Mitte handelt es sich nicht um einen Tisch oder ein UFO, nein, es handelt sich um ein Hotel, welches sich in Singapur befindet, nämlich das Marina Bay Sands, was so aussieht wie eine Art Schiff, ja, was von drei Säulen gestützt wird, quasi ein Luftschiff, ja, mega krasses Hotel. Sieht richtig sick aus. Wenn ihr mal Interesse habt, googelt einfach auf Google Marina Bay Sands. Darunter haben wir natürlich unsere zwei Hauptprotagonisten des Kinofilms, nämlich Makoto, ja, und auf der linken Seite Sonoko Suzuki. Wir wissen, die Love Story zwischen den beiden nimmt immer mehr Fahrt auf. Wir haben gerade jetzt auch im aktuellen Fall die Love Story wieder ein bisschen. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Ja, ob es wirklich vielleicht so eine Art Dreikampf sein wird zwischen Sonoko, Kaito Kid und Makoto. Welcher der beiden schnappt sich Kaito Kid? Wäre vielleicht so ein Äquivalent zum 21. Kinofilm. Das hatten wir. Jetzt kommen wir aber zu der richtig fetten Neuigkeit. Und zwar erstmal den Titel des 23. Kinofilms. Und zwar heißt dieser übersetzt die Faust des blauen Saphirs. Mega geil. Die Faust des blauen Saphirs müsst ihr euch mal reinziehen. Ich habe auf jeden Fall mega Lust drauf. Alleine schon, wenn ich den Titel lese und der selbstgezeichnete Poster ist auf jeden Fall auch blau gehalten und hier sehen wir auf jeden Fall, dass es auch Ähnlichkeiten hat zu dem Gestohlenen, ja? Hier haben wir nämlich genau das gleiche. Oben links Kaito Kid, rechts haben wir Ran, die aber von Kaito Kid, ich sag mal, so ein bisschen umgarnt wird. Unter anderem hatten wir auch schon die Information, dass eine Person das Kinn von einer Frau anmutig nach oben hält. Ran wird so ein bisschen rot. Conan im Vordergrund natürlich komplett erschreckt, greift mit der Hand nach vorne, sehr, sehr geil und im Hintergrund unterhalb des Hotels sehen wir dann Makoto und Sonoko Seite an Seite. Wenn das kein geiles Poster ist, dann weiß ich auch nicht, meiner Meinung nach mindestens genauso geil wie das vom 22. Kinofilm Zero, der Vollstrecker. Ich bin mega gehypt, wir haben auch schon ein Release-Datum und zwar wird dieser Film relativ früh im April zu sehen sein und zwar um genau zu sein, am 12. April wird dieser Kinofilm, nämlich die Faust des blauen Saphirs, den Weg in die japanischen Kinos finden. Mega krass geil. Ich habe schon einige Videos dazu gemacht, zu Marina Bay Sands. Guckt es euch an, ich werde euch alle Videos unten nochmal in die Beschreibung reinhauen, die ich zum 23. Kinofilm gemacht habe. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt. Schreibt es mir in die Kommentare, wie seht ihr das Ganze. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai.